könnte der perfekte Abschluss einer dann sehr erfolgreichen Woche für die Würzburger Kickers werden. Am letzten Samstag erreichte das Team von Trainer Bernd Hollerbach nach diesem Kopfballtor von Nick Fennell im Spitzenspiel in Osnabrück ein 1:1. Unter der Woche zog die Elf dann auch ohne 8 Stammspieler durch ein 3:1 beim Regionalligisten Schalding-Heining ins Halbfinale des bayerischen Toto-Pokals ein. Jetzt am Samstag sollen gegen die Stuttgarter Kickers die Chancen auf den Relegationsplatz 3 in der Liga gewahrt werden. Ich hoffe, dass wir am Samstag wieder ein ähnlich gutes Spiel machen wie gegen Köln, dass wir wieder aggressiv sind und unsere Torchancen nutzen. Allerdings warnt Trainer Bernd Hollerbach davor, den abstiegsgefährdeten Namensvetter aus Stuttgart zu unterschätzen. Ja, es ist schwer, weil die Kickers sind jetzt, glaube ich, auch die 5. beste Mannschaft in der Rückrunde. Die haben ja einen richtigen guten Lauf jetzt im Moment und ist von Haus aus eine gute Mannschaft. Die Zielsetzung war ja auch Aufstieg. Und die haben sich jetzt gefestigt und wir müssen aggressiv sein, das wird wichtig sein. Im Hinspiel gegen die Schwaben gab es einen 2:1 Erfolg für die Würzburger. Torschütze für die Stuttgarter damals, ein gewisser Elia Soriano. Der kickt seit der Winterpause für die Würzburger und hat gewissermaßen etwas gut zu machen. Da habe ich hier genau das 1:0 gemacht, aber leider dann verloren noch. Jetzt hoffe ich, dass ich das erste Tor mache und wir gewinnen. Für Soriano ist es genauso wie für Royal Dominic Fennell das Wiedersehen mit seinem Ex-Club. Für 90 Minuten freilich werden alte Freundschaften am Samstag ruhen. Ist klar, schön mal die alten Kollegen wieder zu sehen, aber in den 90 Minuten gibt es keine Freunde. Danach kann man sich die Hand geben und ja, schauen, wer vom Platz als Sieger geht. Die Stuttgarter könnten es vielleicht schon bedauert haben, dass sie den Deutsch-Italiener haben ziehen lassen. Soriano hat in 9 Partien für die Würzburger bereits 4-mal getroffen und sich auf Anhieb einen Stammplatz erkämpft. Für den Torjäger könnte das Duell gegen sein Ex-Team nicht nur Zusatzmotivation sein, die Schwaben laden gegnerische Stürmer generell gern zum Toreschießen ein. Mit 46 Gegentoren sind nur 3 Teams in der Liga defensiv schlechter. Ja, es wird ein hart umkämpftes Spiel, aber ich denke, wenn wir das abrufen, was wir können zu Hause, können wir die 3 Punkte auch hier lassen. Mittlerweile hat das 2. beste Auswärtsteam der Liga auch zu Hause einen Lauf. Die letzten 4 Heimspiele wurden allesamt gewonnen. Überhaupt gab es in 11 Partien 2016 nur eine Niederlage. Kein Team hat bisher eine bessere Bilanz. Dazu kann Bernd Hollerbach auch gegen die Schwaben aus dem Vollen schöpfen, nachdem auch Rico Benatelli seine Gelbsperre abgesessen hat. Die Vorzeichen, sie stehen also gut, dass diese Woche erfolgreich abgeschlossen werden kann.